Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Hitman Absolution. Wir betreten den nächsten Abschnitt, nachdem wir die Kampfarena verlassen haben. Ihr müsst euch jetzt mich so vorstellen mit so einem Hula-Röckchen hier tanzend. Ich habe hier meine Vase-Puppe neben mir stehen. Das passt sehr gut dazu. Aloha und willkommen im Waikiki Inn. Möchten Sie sich einchecken, Sir? Ben Franklin. Oh, ich gehe vor, Sir. Und ein kleines Frühstück gibt's von 7 bis 9 in der Tiki Lounge. Happy Hour ist von 5 bis 8 in der Tiki Lounge. Es gibt Mai Tai und Pina Colada zum halben. Geht es auch weniger festlich? Möchten Sie etwas trinken, Mr. Franklin? Ich würde sagen, ein Whisky. Ja, Sir. Oh, die Wunde scheint ganz gut verheilt zu sein. Oder hat er immer noch einen Kleber drauf? Ich kann nicht genau realisieren. Die Damen sind angekommen. Wer kennt den Trailer? Ich kenne den Trailer. Sag bloß, wir müssen das jetzt ja selbst spielen. Whisky aus einer Kokosnuss? Geh mit Gott, verdammter Wichser! Oh, schick ihn bei Kiki, Bademantel. Angriff der Heiligen. Oh. Verkleidung freigeschaltet. So, umgucken ist schon mal nicht. Praktisch, dass hier genauso Tunnel entstanden ist. So. Also schauen wir wie immer als allererstes einen Blick auf die Herausforderungen. Aha, Todesengel, Teil 1. Was für eine Verschwendung. Vogelscheuche. Die Ernte ist reichhaltig, ja. Ruhe vor dem Sturm, klar das Überleben, Schützenjäger, schwarze Witwe vollendet, Stromschlag vollendet, Stromschlag. Sie war wirklich atemberaubend, Ziel vergiftet, einmischen, Zivilisten gerettet. Kommen Sie mit mir, wenn Sie leben wollen. Anzugpflicht ist auch klar, Infiltrator und beweissammender Chamäleon. Geheim, Soldat der Agentur, Anzug von Agent 47. Muss man wohl unseren Anzug wieder besorgen. Na, jetzt gucken wir erstmal, wo wir hier reinkommen oder rauskommen. Mal hier. Erstmal gucken, dass wir hier mal wieder ins Freie kommen, beziehungsweise sowas ähnliches wie was Freies. Oh, hier bremst ein bisschen. Oh, hier geht's lang. Den durchzwägen. Na gut, machen wir das doch mal. Hey, jetzt mach schon. Was soll ich denn machen? Aha, nach rechts drücken. Aha. Na, das ist hier sehr, sehr sinnvoll. Egal, Hauptsache durch. Durch ist durch, ne? So wie beim Steak. Darf nie zu durch sein. Sonst ist es bäh. Oh, Bügeleisen. Cool. Kannst du eine Ukulele mitnehmen? Ukulele, wakulele, updudududu. Hauptsache aus dem Anzug raus, was auch immer sein mag. Ich glaube, es ist mein Anzug. Würde ich jetzt behaupten, ne? Mein Anzug? Haben wir da meinen Anzug? Ja, mein Anzug. Kann ich jetzt den Bademantel wieder anziehen? Vielleicht zählt er dann als Verkleidung. Vielleicht muss ich das absichtlich mal machen. Nee, offensichtlich nicht. Naja, egal. Was soll's, das hätte ja sein können. Okay, erstmal hier. Schön. Im Anzug durch. Ah, zwei der Todesengel sind offensichtlich da unten. So wie es mir scheint. Beziehungsweise da vorne oder so. Keine Ahnung. Die Saints werden ihren... Was? Die Saints werden ihren Angriff erst beenden, wenn sie einen bestätigten Kill haben. Ich könnte ja auch einfach von hier oben in den Kopf schießen. Ist dir schon bewusst, oder? Ich habe nämlich meine Silver Baller bei mir. So. Guten Tag, Dehan. Zentrale, was machen wir denn mit euch? Wir haben ein Paket auf dem Parkplatz. Bereit zur Abholung. Was? Oh. Okay. So viel zum ruhigen Ansatz. So, und damit ist die erste Tante erledigt.
Ja, dann machen wir halt mal das Anzugs-Achievement, würde ich sagen. Hm? Einfach durchrennen, alles niederballern, das wird schon funktionieren irgendwie. Ist etwas passiert? Was denn? Nö, ist nichts passiert. Was denkst du denn, was passiert sein sollte? Ist nichts passiert. Ist alles gut. Alles gut. Bis ich dir mit meinen Silverballern direkt in den Kopf schieße. Er hat sich umgezogen. Los, los, ja, was? Jetzt werde ich auch noch hier. Ah, guck mal. Hallo, Tante. Zentrale, die Sache ist noch nicht überstanden. Oh, die ist aber praktisch, die Waffe. Die schießt schön schnell. Hm. Ist für die noch Munition? Nicht wirklich, hä? Na, wo schießt die denn her? Mir ist schon bewusst, dass ich hier gerade ein bisschen wenig Lebenspunkte habe, aber hey, damit muss man jetzt leben. So, wo ist denn die andere Tante? Da. Na, ah, bist ja fast schon erledigt. Ach, Mist. Ich hätte sie aber auch erwischt. Okay, dann versuchen wir das Ganze mal ein bisschen koordinierter anzugehen und einige der Herausforderungen abzuhandeln, denn wir müssen uns ja um diese Todesengel irgendwie auch kümmern. Na? So, da sind wir wieder. Ich bin mittlerweile ein paar Erfahrungen reicher und weiß deswegen etwa genau, wie ich hier vorgehen muss. Und eine der Sachen, die ich mache, ist beispielsweise, mich hier in dieser Truhe zu verstecken. Denn wir kriegen hier gleich Besuch und wir haben eigentlich keine Chance, an denen vorbeizukommen, ohne gesehen zu werden. Dementsprechend verstecken wir uns hier mal ganz dreist in der Eisbox und warten, bis die zwei Deppen da vorne vorbeigelatscht sind, beziehungsweise die drei, inklusive der einen Nonne. Die Saints. Ich muss übrigens sagen, dass ich das im Trailer wesentlich cooler umgesetzt fand. Also, Zentrale, als wir... wir haben ein Paket auf den Parkplatz. Bereit zur Abholung. Over. Angriffsteam sammelt 47 Leiche auf. Säuberungsteam kümmert euch um mögliche Überlebende. Ja, kannst es ja mal versuchen. Also, falls jemand den Trailer zum Vorhinein kennt, wo man sich um diese Nonnen hier kümmert, da sieht das schon ein bisschen besser aus. So, wir kommen hier mal raus, hinter der Tante, und kümmern uns mal in guter alter Hitman-Manier um die erste. Oh, das hat nicht so hundertprozentig so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Es hatte schon mal besser funktioniert. Müssen wir wohl ein bisschen länger warten, bis sie dann um die Ecke gebogen sind. Übrigens, für die Anzugspflicht, die wir ja mehr oder minder zu absolvieren haben hier in der ersten Mission, müssen wir diesen komischen Bademantel anlassen in dem einen Level hier. In den anderen hat es dann funktioniert mit der... ja, ihr wisst schon, mit dem Anzug, den ich mir hier geholt habe, weil der ist ja einfach auch viel cooler. Dress to kill, sage ich dazu nur. Dress to kill. So, dann warten wir eben nochmal ab. So, hierbei handelt es sich übrigens um Jennifer Jackson. Wenn sie für eine Idee... Mädel, den Satz lasse ich dich lieber nicht fertig machen. Du kommst in die Eistruhe, da wo du hingehörst. So, ich könnte mich natürlich jetzt noch um die zwei Jungs kümmern, ihnen ein paar Headshots verpassen oder so. Aber warum sollten wir denn? Wir nehmen aber die Knarre hier mit, die ist nämlich cool. Eine Agentur... Uzi. Und damit ist schon mal die erste Nonne erledigt. Na, das ist ja trivial einfach gewesen. So, wir aktivieren hier einen Kontrollpunkt. Und dann können wir das in Zukunft uns nämlich hier schenken, okay, den zuhören. Ersten Teil zu erledigen. Denn wir müssen jetzt nämlich hier rüber. So, was haben wir hier? Ziegelstein? Ah ja, wieso nicht? So, dann darüber. Darüber. So. Ah, da hat jemand endlich die Leiche da drüben entdeckt. Na, ist ja nicht weiter wichtig. Wir nehmen das Rattengift hier mit. Und dann schauen wir, dass wir uns hier irgendwo in der Gegend positionieren können. Am besten ohne gesehen zu werden. Denn wir müssen nach da hinten, in den Bereich da, geradeaus weiter. Und da gibt es mehrere Wege, dahin zu kommen. Einer wäre außen rum zu gehen, wieder zurück. Allerdings bin ich da durch den guten Mann da ein wenig eingeschränkt. Hier stehen allerdings auch zwei rum, also
Ganz so einfach ist das nicht. Ich bin ehrlich gesagt bisher auch noch nicht viel weitergekommen im leisen Ansatz. Denn die zwei da... vielleicht sollte ich mal den Backstein schmeißen, den ich noch hab. Was ist? Hast du was gesehen? Weil ich mir gerade überlege, es wäre natürlich schön einfach, sich jetzt endlich mal eine Uniform zu holen. Damit könnte ich mich hier doch wesentlich simpler bewegen. Und bleibt wachsam! Genau, der eine läuft weg, das ist gut, dann muss jetzt bloß noch die Tante da weg. Na toll, jetzt kommt ein anderer. Oh Mann. Die mögen mich nicht, hä? Die machen es mir hier nicht leicht. Nee, nee. Leicht machen wir es nicht. Ey, da steht das Metallrohr, das habe ich noch gesucht. Das hat mir noch gefehlt. So, jetzt können wir doch mal versuchen, den hier wegzuschaffen, oder? Was meint ihr? Ich bin dafür, dass wir dich jetzt einfach eintöten. So, und hier um die Ecke. Uiuiui. Da hat mich doch fast einer gesehen. Ab in den Container und dann nehmen wir nämlich deine Verkleidung. Komm, hopp, heute noch. Nein, das wird knapp, das wird knapp. Alter. Alter, war das eng. Ich brauch die... Ich will das Metallrohr. Wer ist das? Metallrohr? Hey, das steht doch da. Lass es mich doch einfach aufheben. Nein, ich will nicht den Ziegelstein aufheben, ich will das Metallrohr aufheben. Interessanterweise machen die mir übrigens überhaupt gar keine Probleme. Die sind eindeutig zu blöd. So, dann tragen wir halt den Schrott hier alles mal weg. Ich will das Metallrohr. Ah, jetzt Ziegelstein mit Metallrohr austauschen. Hier ja. Möglicherweise ein Unbefugter. So, ihr habt gesehen, ich habe mir Ratten mitgenommen. Och, doch, grüne Neune war das knapp. Der kann doch nicht einfach hier so um die Ecke biegen. Sag mal. Haben wir hier eigentlich irgendwo ein Versteck in der Nähe? Dann könnte ich den noch eintüten. Naja, nicht wirklich. Ich überlege gerade noch, wo ich die Beweise gesehen hatte. Da drüben haben wir auf jeden Fall ein bisschen Sprengstoff. Das sollten wir vielleicht noch mitnehmen. Nee, du kennst mich nicht von der Akademie, mein Freund. Glaub mir, wir kennen uns nicht. So. C4, eingepackt. Ach Mist, wo waren denn die Beweise? Ah, genau, da vorne waren die Beweise. Jetzt wird es aber langsam ein bisschen eng mit dem Instinkt, den ich noch habe. Oh, gut, dass die Beweise mir nochmal ein bisschen Instinkt verschafft haben. Das ist sehr gut. Das baue ich nämlich jetzt, um da einigermaßen gechillt durchzukommen. So. Jetzt wird es nämlich interessant. Das nächste ist nämlich die Schwarze Witwe. Das Schwarze Witwen-Achievement. Hier liegen übrigens so Golfschläger und sowas rum. Irgendwo müsste auch noch eine Axt sein. Aber ja, ich schätze, dass die eher in einem der anderen Levelabschnitte war. Es gab noch so Zeug, was ich noch nicht gefunden habe. Das Übliche halt. So, was müssen wir mit dem Rattengift, was wir gerade gesammelt haben, machen? Ja, das ist gar nicht so schwer. Wir begeben uns einfach hier hin. Oh, das ist Hackball. Und würzen den Kaffee, der da auf dem Tisch steht. Ein bisschen. So, Hackball. Gut, das hatte mir auch noch gefehlt. Ja, und dann warten wir doch einfach mal. Beziehungsweise, eigentlich muss ich hier gar nicht warten. Denn das erledigt sich von alleine. Wir begeben uns lieber irgendwo in Deckung und gucken, dass wir in der Nähe hier bleiben, denn da müssen wir raus. Das hier ist der Ausgang. Also gehen wir lieber hier hin. So. Wobei es ja vielleicht interessant wäre zu sehen, was passiert, oder? Ich meine, so weit sind wir ja dann auch nicht weg. Mal gucken, ob ich das noch schaffe, darüber zu kommen. Oh, vielleicht soll ich das Hackebeil wegstecken, dann bin ich zumindest mal nicht offensichtlich bewaffnet. Wir müssen nämlich jetzt warten, bis die eine Tante hier vorbeigelatscht kommt und ihren Kaffee trinkt. Und genau das wird sie irgendwann demnächst auch mal tun. Es wird wohl bloß eine Weile dauern. Vielleicht sind sie auch einfach noch ein bisschen angepisst wegen dem einen Typ, der da rumlag. Aber ich glaube, dass sie dann trotzdem irgendwann mal hierher kommt. Also dann warten wir einfach mal ein bisschen.
So, ich habe gerade erfahren, dass es wenig schlau ist, aus dem Container rauszusteigen, solange man beobachtet wird. Danach habe ich mich vom Kontrollpunkt hier nochmal her gearbeitet und jetzt schauen wir zu, wie die zweite der Nonnen. Ciao, ciao. Bing, bing. Das war's. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir hier rauskommen, ohne allzu viel Aufsehen zu erregen. Frage ist, wie wir das machen. Denkt ihr, der schaut her da drüben? Das war nämlich die schwarze Witwe. Ich hoffe mal nicht. Zumindest hat er jetzt gerade weggeschaut. Wir haben ein bisschen Instinkt wieder bekommen durch den Kill. Das sollte vielleicht reichen, um hier unten rauszukommen. Na, komm. Mach das Schloss auf und lass mich rauslatschen. Jetzt mach schon. Wow, das war knapp. Oh, das war knapp, ey. Knappe Geschichte, meine Herren. Knappe Geschichte. So, und damit sind wir nämlich auch schon. Bügeleisen gegen Hulermädchen eintauschen. Ja, ist auch egal. Sind wir im zweiten Levelabschnitt, in dem wir ein bisschen anders vorgehen werden. Keine Antwort. Funken Sie sie nochmal an. Saints Team 1, bitte kommen. Ja, da wirst du keine Antwort bekommen. Bitte kommen. So, und hier haben wir nämlich was Spezielles vor. Die Frage ist nur übrigens, wenn man die da rettet, da gibt es auch ein Achievement für, da gab es auch den anderen schon. Diese Operation betrifft die nationale Sicherheit. So, da wir noch verkleidet sind, sind wir einigermaßen, was schlägt da rum? Golfschläger. Den Golfschläger haben wir schon. So ein paar andere Sachen. Eine Axt und ein Hackebeil oder sowas waren noch die Sachen, die mich noch interessiert haben. Aber wir schalten die zwei hier mit einem etwas spezielleren Manöver aus. Und zwar haben wir hier die Benzinpumpe freigelegt. So, jetzt sorgen wir mal dafür, dass die zweite sich nämlich auch noch nähert, beziehungsweise sind beide schon relativ nah. Nah genug, um genau zu sein. Wenn ich jetzt meine Silverballer auspacke, kann ich nämlich hier auf die Ding schießen und bam, das war's. Das gab ein paar Achievements. Und ja, jetzt müssen wir natürlich hier auch noch wieder rauskommen. Das ist übrigens nebenbei auch der Todesengel Teil 1, den man damit abzuschließen hat. Und ja, wir müssen jetzt natürlich einfach hier durch die Tür. Teil 2 des Todesengel ist übrigens alle mit der Garotte umzulegen. Was jetzt nicht so weiter schwer ist. Na komm, mach die Tür auf. Mach's Tor auf. Mach auf. Das war jetzt natürlich nicht die feine englische Art. Deswegen werden wir das wahrscheinlich nochmal angehen. Die Frage ist, was wir dann machen. Ob wir uns dann doch anderweitig um die kümmern. Wie gesagt, soweit ich das verstanden habe, ist Teil 2 der Aufgabe dann nämlich die Garotte zu benutzen. Ah, ich wäre gern unentdeckt geblieben. Dann hätte ich nämlich den Infiltrator noch machen können. Hier liegen übrigens die Beweise rum, falls ihr es nicht gesehen hattet. Oh, interessant. Was, ich schuld dir noch Geld? Da ist dein Geld. Ich schmeiß mit Geld auf dich. Oder ist das kein Geld? Ach, ich habe gedacht, Schrot wäre mindestens genauso viel wert. So eine Ladung Schrot direkt ins Gesicht, ha? Huh? Das ist immer gut. So, kann ich mich jetzt aber hier nochmal in Ruhe umgucken. Das ist doch ganz gut. Vielleicht finde ich hier noch das ein oder andere Item, was ich noch nicht hatte. Golfschläger, oder? Was ist das da drüben? Was ist denn das? Das sieht nicht aus wie ein Golfschläger. Kann ich da jetzt nicht? Doch. Also. So, was haben wir denn hier? Doch, ist ein Golfschläger. Hm. So kann man sich täuschen. Wir können ja mal gucken, wo der Lüftungsschacht hinführt. Wahrscheinlich sind wir damit nämlich dann etwas flexibler. Ich glaube, der führt hier rein. Würde ich jetzt mal schätzen. Genau, da oben kommt er raus. Und wie gesagt, die hier mit der Garotte umzubringen, wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Um hier stealthmäßig durchzugehen. Hm, müssen wir mal gucken. Ansonsten, das nochmal in die Luft zu jagen, ist auch nicht verkehrt. Das habe ich alles schon eingesammelt, was hier rumsteht.
Die Sachen habe ich alle schon. Wobei, das hier. Nee, die Brechstange hatte ich, glaube ich, noch nicht. Genau. Nun gut. Ja, und dann geht's halt weiter ins nächste Level. Aber ich werde, wie gesagt, mir das hier nochmal ein bisschen genauer anschauen. Ne? Ja. So, dieses Mal haben wir es geschafft, das Areal ebenfalls unbeschadet zu durchqueren. Wir müssten da den Infiltrator doch eigentlich geschafft haben, oder? Wenn ich mich nicht täusche. Ja, seht ihr, wunderbar, so wie sich das gehört. Jetzt gilt für uns noch der Stromschlag, um das jetzt abzuschließen. Und das Vogelscheuchen sowie das Todesengel-Achievement. Die alle nicht so wirklich schwer sind. Chamäleon schließen wir dadurch ebenfalls ab. Und woher kriegen wir das Chamäleon, die Vogelscheuche? Na, ist ganz einfach, von hier. Die Vogelscheuchenverkleidung verbirgt sie, wenn sie im Maisfeld ruhig stehen. So, jetzt müssen wir Maisfeld 11 Leute umbringen. Ohne gesehen zu werden. Geben Sie auf, 47! Wir wissen, dass Sie da draußen sind! Ja, das bringt Ihnen überhaupt nichts, dass ihr das wisst. Denn ich bin direkt hinter euch. Und wenn ihr zwei Vollhonks da mal nicht aufeinander kleben würdet... On. Alles klar, over. Ma'am, das Säuberungsteam hat gerade die Leichen von Team 1 gefunden. Das war ein Profi. Unsere Zielperson ist immer noch da draußen. Ja, so ist das. Da hast du vollkommen recht. Geben Sie auf, 47! Sie haben keine Chance! Doch, siehst du doch. Guck, Chance Nummer 1. Und ich kann euch hier einfach ganz gechillt im Feld liegen lassen. Denn das merkt sowieso keiner. So. Guck mal, und bevor der da zu nah rangeht, holen wir uns dich auch noch. So, oh, das ist doch herrlich, ey. Ich kann die alle einfach ganz gechillt ins Maisfeld reinziehen. Kann ich sie da drüber ziehen? Nein? Na, dann muss ich mir irgendwas zum Werfen suchen. Oder ich schieße einfach mal. Mal gucken. Wir werfen mal was. Dahin. Was zur? Jetzt können wir schnell selbst dahin latschen. Oh mein Gott, ey, wir sind vollkommen unsichtbar für die. Das ist so herrlich. Das ist ja so herrlich, ey. Ach Gott, ist das einfach. Das ist ja schon fast zu einfach. Hm. Bügeleisen. Wo ist es denn jetzt hingefallen? Willst du da nicht mehr hingehen? Kann ich dich vielleicht wirklich darüber ziehen? Vielleicht geht das ja. Wenn ich mich hier in die Deckung begebe. Warum kann ich mich an dem Zaun nicht in Deckung begeben? Das ist ja total beknackt. Ach, dann bleibt ihr beide halt da stehen. Ist mir jetzt auch egal. Es werden noch genug Deppen am Feld rumlaufen. Ne? Du zum Beispiel, hm? Dich sollte ich doch problemlos da reinziehen können. Lalala. Ah, ich muss sie nur als Vogelscheuche erledigen und nicht im Fell. Das ist ja schon mal sehr gut. So. Ja, da ist die eine Tante. Allerdings haben wir mit der was anderes vor, als sie im Vogel im Feld hier zu erledigen. Darum kümmern wir uns jetzt gleich mal. Genau, das können wir nämlich mal kurz machen. So, und zwar soll die nämlich per Elektroschock sterben. Und dementsprechend packen wir das Stromkabel hier an das Haus. Und ziehen den Hebel. Und da grillt sie schon. Denn die wollte sich die Hände waschen.
Da grillt sie schon, die Tante. Und damit haben wir das Schützenjäger und das Electrocuted Achievement erledigt. Und schnappen wir uns noch so ein paar für unseren... unsere Vogelscheuchen-Achievement, ne? Guck, da vorne ist nämlich auch einer noch. Ihr seid so am Arsch, ey. Ich hätte keinen Bock, hier im Maisfeld rumzulaufen, währenddem ein Profi-Killer sich darin versteckt. Ich meine, ganz ehrlich, das ist doch so... jetzt wäre ich beinahe in ihn reingelaufen. Und das ist so herrlich, ich muss einfach nur stehen bleiben, um mich zu verdecken. Es ist so göttlich. Es ist so herrlich einfach. Junge, tust du mir schon fast leid. Bleibt weiter wach. Nein. Doch. Nein, doch. Ja, nein. Oh. So, noch zwei. Ganz ruhig, Jungs. Lassen wir ihn zu uns kommen. Na los, wir dürfen den Kerl nicht verlieren. Oh, ich muss mich da gleich mal verstecken, aber erst kümmere ich mich noch um dich. Vorletztes Ziel. So, jetzt verstecken wir uns mal hier kurz. Ist ja geil. Was ein Anblick. Was ein Anblick, Leute, ey. Versteck einstellen. Ist das göttlich. Flanken sichern! Aber man ist ja allein schon, dass man geduckt ist, so übermächtig hier unterwegs. Das ist ja so, so geil. So, packen wir mal nochmal das Bügeleisen aus und hauen sie auf den Boden. Zentrale, Sie haben hier vielleicht ein Problem. Ja, geh mal nachgucken, das ist eine gute Idee. Geh mal nachgucken. Das ist eine sehr gute Idee. Hey! Was? Was? Oh, du tust mir so leid. Not. Damit ist das Vogelscheuchen-Achievement ebenfalls abgeschlossen. Fehlt uns eigentlich nur noch der Infiltrator, der jetzt nicht so schwer ist, hier noch zu bekommen. Wir müssen ja nur nicht entdeckt werden. Und der Todesengel, bei dem wir... Wie war das? Wie die Hand Gottes. Also ich glaube, das hier unten ist der Teil, wo wir alle mit der Garotte erledigen müssen und... Hier... weiß ich gar nicht mehr. Muss ich mal eben nachschauen. Ah ja, genau. Der Todesengel Teil 1 bezieht sich darauf, dass wir alle Agenten der Agency und alle Saints töten sollen, ohne gesehen zu werden. Also wirklich alle. Aber da steht nicht mit was. Deswegen entledigen wir uns so mancher Wache dann einfach auf die gute traditionelle Art und Weise des... Headshots mit den Silverballern. Und ich denke, so werde ich dann auch die zwei anderen Saints ausschalten und dann komme ich hier nämlich ebenfalls ungesehen durch. Und dann ist nur der letzte Teil des Todesengels eben, wie gesagt, alle per Garotte auszuschalten. So, da vorne waren noch ein paar Jungs und die müssen wir uns nochmal kümmern. Ich weiß noch nicht ganz, wie ich die dazu bekomme, sich mal aufzuteilen. Aber mir wird schon was einfallen. Ne? Zum Beispiel so. Verdammter Mist! Ja, toll, das ist bis nach da vorne gefallen. Das war mir nicht so geplant. Hallo? Toll. Hallo? Ich könnte natürlich einen Zielschießen machen. Das wäre eine Möglichkeit. Ziel feuern. Zack. Zack. Das sollte mich ebenfalls nicht zu einer Entdeckung führen. Super. So, packen wir unser Bügeleisen wieder ein. Sollen wir die noch aufräumen? Ich weiß nicht. Oh, da vorne ist noch einer. Wo kommst du denn her? Dich habe ich ja ganz übersehen. Na, dich will ich aber nicht vergessen. Du darfst deinen Kollegen gerne Beistand leisten. So, damit könnten wir zwar jetzt noch ein Messer uns holen, aber
Nee. Das mit dem Messer lassen wir mal schön sein. So, jetzt müssen wir nur mal so ein bisschen umgucken, ob hier noch irgendwo welche von dieser Agency rumturnen. Leiche in der Nähe, ja. Das interessiert doch eh keinen. Hier wäre übrigens, glaube ich, auch nochmal eine Verkleidung für die Vogelscheuche gewesen. Oh, hier hinten haben wir einen Kontrollpunkt. Hier sind bestimmt auch noch ein paar von den Items, die ich nicht eingesammelt habe, wie beispielsweise die Axt, die mir noch fehlt. Was haben wir hier? Hula-Mädchen. Hula-Mädchen hatte ich eigentlich schon, aber das macht bestimmt auch Lärm. Schraubendreher. Ah, ein bisschen Lärm wird es schon machen. Mit dem Schraubendreher kann man wenigstens noch einen Wurfkill machen, die ja auch ziemlich cool sind. Nee, ansonsten sieht's hier ehrlich gesagt nicht so aus, als wäre hier noch was. Wie gesagt, der Kontrollpunkt da, der macht mich schon an. Ansonsten müssen wir uns aber mal drum kümmern, dass wir da vielleicht noch den ein oder anderen Kill erlegen, hinbekommen, ohne gesehen zu werden. Ah, genau, komm doch einfach zu mir, das ist doch viel besser. Dann muss ich nicht so weit laufen. Wie konnte ich denn jetzt entdeckt werden? Was soll denn der Dreck? Ah, Mann. Nun gut. Ich werde mich weiter nehmen mit Challenge, in der Challenge versuchen und das hier alles aufzuräumen und ja, dann seht ihr bald den Abspann, würde ich sagen. So, wir haben uns der Saints entledigt. Ihr seht, ich kann hier ganz offen rumlaufen. Da liegt der Erlöser. Ja, den wollte ich auch noch, den hatte ich noch vergessen. Ich kann dich ja nochmal erlösen. Und wie ihr seht, irgendwie hat was nicht funktioniert. Ich habe mein Achievement nicht bekommen. Obwohl ich hier alle ausgeschaltet habe. Wirklich überall, ohne gesehen zu werden. Ich bin immer noch unentdeckt. Aber vielleicht muss ich das Level nochmal neu starten. Das wird sich dann zeigen. Vielleicht war das ein bisschen problematisch, dass ich die Tante elektrifiziert habe. Ich wollte euch allerdings noch was Cooles zeigen. Und zwar hier auf dem Maisfeld stehen so Dinger rum, so Kisten. Da kann man natürlich Leichen drin verstecken, aber ihr wisst ja, es passen normalerweise immer nur zwei rein. Nicht so hier. Ja, ihr könnt euch da um eure Hinterlassenschaften kümmern und sie entsorgen. Dann hat es wieder Platz für mehr Leichen. Ist doch recht makaber, aber immerhin. Naja, und nachdem ihr eben hier die letzte... Ihr könnt im Prinzip auch noch so lustige Sachen machen wie das hier. Hey. Falls ihr Lust habt, irgendwas oder hier den Motor kurz schließen, um ein bisschen Aufsehen zu erregen. Aber, naja, es hilft alles nichts. Es kommt niemand mehr. Ist wohl niemand da und da vibriert ein Telefon. Hier liegen übrigens noch irgendwo die Beweise rum. Hier. Oder? Oder lagen die woanders? Nee. Ah, genau, die Beweise lagen da vorne. Ich erinnere mich. Die lagen nicht hier. Allerdings müsst ihr hier schon ziemlich aufräumen, um rauszukommen, denn, naja, ihr müsst da dieses Handy rangehen. Hier lagen die Beweise irgendwo. Da, genau. So, schön, 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 ne? Also, dann machen wir uns doch mal vom Acker. Chameleon Achievement haben wir ja am Ende auch. Na, dann schauen wir doch mal, was hier los ist. Mission gescheitert. 47. Travis. Ich habe ihnen vertraut. Sie hatten eine Mission und haben die Agency verraten. Sie haben mich gedemütigt. Tja, hättest du dir mal jemanden suchen sollen, der sich um die Diana gekümmert hätte. Ihr seht, ich wurde nicht entdeckt, aber irgendwie, ich weiß auch nicht. Naja, schauen wir mal, wie es hier aussieht. Es fehlen auch nur noch drei Sachen. Zwei davon sind allein schon mal die der Angel of Death und dann, naja, klar, der Meister. Also müsste ich jetzt eigentlich alles haben, außer den drei Sachen. Hier Todesengel und Meister, genau. Und da oben habe ich tatsächlich alles gefunden. Ja, das ist ja cool. Also, wie gesagt, Teil 2 in dem Level alle umbringen, ohne gesehen zu werden. Und Teil 3 wäre, alle der Saints mit der Garotte zu erlegen. Aber ich würde sagen, wir schauen jetzt mal weiter. Wir schauen uns mal das nächste Intro noch an. Also haben Sie gesehen, wie er nach dem Sturz wieder weggegangen ist? Oh ja, wie ein verdammter sprechender Engelmann. Können Sie ihn beschreiben?
Jetzt raus hier! Verschwend meine Zeit! Zwanzig Leute, aber nicht eine Beschreibung, abgesehen von einer Glatze und einem Tattoo hinten am Nacken. Denken Sie, es ist dieser Hitman? Und wenn es die Zahnfee war, ich krieg ihn. Detective, das wurde ihr abgegeben. Kit hat gesagt, für den Verantwortlichen im Fall Hitman. Blackwater Park. Naja, Birdie, ich glaube, du wirst am Ende noch dran glauben, dass du uns alle hintergehst. Gulf of Mexico. Ich sehe, komm mal zu. Ja, Sir. Blackwater Park. Es stehen drei Teams für Sie bereit. Gut. Wir holen Victoria und bringen sie in Sicherheit. Und dann holen wir das Geld mit Gewalt zurück. Budget ist dieses Jahr kein Lösegeld enthalten. Darf ich fragen, wo es hingeht, Sir? Hope, South Dakota. Da, wo der Mythos stirbt. Denkst du? Denkst du? Der Einzige, der sterben wird, bist du, mein Freund. Der Mythos wird ewig leben. Und mit ewig meine ich natürlich. Na, mal schauen. Was kommt jetzt? Na? Part 2. Skurky's Law. Ja, wir wollen ja immer noch Victoria finden. In God we trust. Oh, diese Haut. Das sieht so gut aus. Da ist der Sheriff. Der nächste Fall ist Dexter Industries gegen Kevin Zimmerman. Hausfriedensbruch. Wo ist der Gefangene, Sheriff? Euer Ehren, der Gefangene hatte einen Unfall heute Morgen in seiner Zelle und er wird ins Krankenhaus gebracht. Verstehe. Denken Sie, er schafft's? Sieht nicht gut aus. Das war ein schlimmer Sturz. Klage abgewiesen. Schön, dann sollte ich mal zurückfahren und mich um die Knackis kümmern. Wiedersehen, euer Ehren. Wo waren wir? Den Arrest zu den Arrestzellen gelangt. Einbruch, Diebstahls, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch mit der Absicht Mr. der... Mr. Hawk befindet sich nicht zum ersten Mal in diesem Gerichtssaal. Der Angeklagte plädiert auf nicht schuldig, wegen außergewöhnlicher Umstände. Die Staatsanwaltschaft hat einen Antrag gestellt, diese Verteidigung aufgrund von Videobeweisen abzulehnen, die Schuld des Angeklagten zweifelsfrei beweisen. Die Staatsanwaltschaft hat das Wort. Da steht ein Gartenzwerg. Sie benutzen die Gartenzwerge, um uns zu versklaven. Ruhe! Ich bin nicht verrückt. Ich bin ein Kämpfer für die Freiheit. Ich würde sagen, das hören wir uns in der nächsten Folge an, was hier so im Gericht abgeht. Klingt nach einer tollen Show. Bis dahin würde ich sagen, der Mythos wird niemals sterben. Er lebt genau gesagt. Bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.